Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo auch an die Leute im Stream. Kurz vorweg, wenn ich rede, rede ich oft zu schnell. Wenn ihr merkt, ich rede viel zu schnell, macht so, dann werde ich wieder langsamer, aber ich bemühe mich auch. Ich heiße Lena und ich arbeite für Amnesty International. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die Büros weltweit hat und insgesamt weltweit um die 7 Millionen Mitglieder und in den Büros dann auch hauptberufliche Angestellte, wie zum Beispiel mich. Und ich bin Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Und das heißt, ich mache so alle Dinge, die damit zusammenhängen, wie digitale Technik Menschenrechte und die Menschenrechtsarbeit beeinflusst. Und ich würde euch heute ganz kurz was erzählen darüber, wie Menschenrechte durch die digitale Entwicklung betroffen sind. Und dann aber vor allem so ein paar praktische Beispiele bringen, wie Amnesty International digitale Technik wie Apps und ähnliches einsetzt, um Menschenrechtsarbeit zu verbessern. Weil ich war schon die letzten Jahre immer auf Jugendhakt, entweder so ein bisschen im Hintergrund zum Helfen und immer bei den Abschlusspräsentationen. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele tolle Projekte, die auch häufig mit Menschenrechten zu tun haben. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen gucken, was macht Amnesty, was macht Jugendhakt, wer hat die cooleren Ideen. Und ich kann euch sagen, Amnesty ist auch noch lernfähig von Leuten wie euch. Ganz kurz zu Menschenrechten im digitalen Raum. Es gibt leider einen Streit darum, ob alle Menschenrechte, die so für die Offline-Welt entwickelt wurden, mal in den 50er, 60er Jahren, ob die im Internet genauso gelten. Meinungsfreiheit zum Beispiel. Und auf den ersten Blick denkt man natürlich, ist ja klar, warum sollte das jetzt, das Internet ist ja keine völlig andere Welt, da sind wir immer noch Menschen. Aber natürlich gibt es Regierungen oder Unternehmen, die ein Interesse daran haben, was anderes zu behaupten. Zum Glück haben die Vereinten Nationen, also der internationale Staatenzusammenschluss, vor kurzem mal schriftlich festgehalten, dieselben Rechte, die Menschen offline haben, müssen auch online geschützt werden. Ist für euch wahrscheinlich der totale No-Brainer, ist es eigentlich auch, aber es war wichtig, dass es mal jemand sagt. Das heißt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also das große Dokument, wo verschiedene Menschenrechte drin festgehalten sind, wie das Recht auf Leben, das Recht nicht gefoltert zu werden, das Recht auf Freiheit der Person. Und der Zivilpakt und der Sozialpakt, das sind zwei etwas verbindlichere internationale Menschenrechtsdokumente, wo nochmal verbindlicher für Staaten formuliert ist, woran sie sich halten müssen, welche Rechte alle Menschen haben. Die gelten genauso, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen, was auch immer das genau heißen soll. Es ist aber schon so, einige Rechte sind stärker betroffen durch digitalen Wandel oder negativer als andere. Hat jemand spontane Idee? Also was könnte ein Menschenrecht sein, was ihr kennt, was besonders stark betroffen ist durch digitalen Wandel? Nee? Ja? Bitte? Genau, also die beiden Klassiker, das sind genau meine beiden Hauptthemenfelder, wurden gerade schon genannt, Meinungsfreiheit und Privatsphäre. Hier sind noch ein paar andere aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Meinungsfreiheit ist stark bedroht, weil das Internet ein Raum ist, wo sich endlich mal alle äußern können, die zum Beispiel sofort verhaftet würden, wenn sie das auf einer Straße in einem Protest täten in dem Land, in dem sie leben. Oder wo die Medien so stark zensiert sind, dass man sich nur noch im Internet frei äußern kann. Das ist eine Riesenbedrohung für manche Regierungen und deswegen ist es auch ein heiß umkämpfter Platz. Also wenn wir zum Beispiel an die Türkei denken, wo die Regierung einfach mal Twitter oder Facebook versucht komplett abzuschalten, damit da nicht Proteste drauf organisiert werden können. Weil die Medien können sie besser im Griff haben, aber die digitalen Medien, die sind halt einfach freier und rebellischer. Oder Kuwait, wo gerade ein neues Cybercrime-Law erlassen wurde, da kriegt man viele Jahre Gefängnis dafür, im Internet die Regierung zu kritisieren. Oder wenn wir an Saudi-Arabien denken, wo Raif Badawi, ein Blogger, der eine Webseite im Internet zum politischen Austausch gegründet hatte, dafür inhaftiert wurde und mit Stockhieben bestraft, der ist immer noch inhaftiert. Die Informationsfreiheit ist Teil der Meinungsfreiheit, bedeutet, dass man sich Informationen aus dem Internet holen darf. Auch eine große Bedrohung durchaus für manche Regime. Die Privatsphäre, also das Recht auf Privatleben. Wenn wir an die Massenüberwachung denken, wussten wir vorher schon, aber spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir, in die Privatsphäre kann mit digitaler Technik ganz massiv eingegriffen worden. Das war vorher nicht so möglich. Das Recht auf Bildung ist wiederum ein Recht, was sehr unterstützt wird von der digitalen Entwicklung. Zum Beispiel in Subsahara-Afrika, wo Smartphones ganz stark im Kommen sind und Menschen die Möglichkeit geben, zum Beispiel auf Wikipedia zuzugreifen oder dort, wo es keine Schulen gibt, auf schulisches Bildungsmaterial. Das Recht auf Schutz als Urheber kennt ihr alle aus den File-Sharing-Debatten.
Das gibt es tatsächlich als Menschenrecht. Da steht aber natürlich nicht ein konkretes Urheberrecht drin, sondern nur, dass man in irgendeiner Weise profitieren muss. Was das jetzt genau bedeutet in der File-Sharing-Debatte und wie sich das verhält zum Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben, das gibt es nämlich auch. Das heißt, ihr habt ein Recht darauf, an kulturelle Produkte wie Filme eurer Region auch ranzukommen. Und wie das genau ausbalanciert wird, das ist ein heißer Kampfplatz im Moment. Und nicht zuletzt die Versammlungsfreiheit. Über Twitter organisieren sich überall Menschen zu Protesten. Und es gibt auch sowas wie die Online-Versammlung, also dass man sich online versammelt und austauscht. Und auch das ist menschenrechtlich geschützt. Ich wollte jetzt aber nicht so einen Theorietalk halten, sondern das nur mal kurz vorstellen und dann zu praktischen Beispielen kommen, wie in der Menschenrechtsarbeit digitale Technik genutzt wird. Und das erste Beispiel, das ich euch vorstellen möchte, ist Panic Button. Das wurde von Amnesty International mitentwickelt und das ist eine App. Und Panic Button ist eine App, die ein bestimmtes Problem gezielt angehen soll, nämlich verschwinden lassen. Verschwinden lassen ist in gewisser Weise eine Technik, die Regierungen einsetzen, um Personen zum Verstummen zu bringen, die für sie unangenehm sind, weil sie kritisieren, weil sie protestieren, denen man aber nicht so richtig jetzt in einem Gerichtsverfahren was vorwerfen kann, weil sie ja eigentlich nichts gemacht haben, außer mit legitimen Gründen ihre Regierung zu kritisieren. Verschwinden lassen bedeutet, die Menschen werden abgegriffen, zum Beispiel auf der Straße, auf dem Weg zur Uni, zu Hause und sie sind plötzlich weg. Und sie verrotten dann in irgendeinem Kerker oder in einem Gefängnis und niemand weiß auch nicht, wo ihre Familie, wo sie eigentlich sind. Weil man nicht so richtig weiß, wo sie eigentlich sind, kann man ihnen auch nicht helfen und man kann es auch niemandem zum Vorwurf machen, weil es weiß ja niemand, wo sie sind. Panic Button wurde entwickelt, um dieses Problem, dass niemand weiß, was ist passiert und wo ist diese Person, zum Beispiel diese Aktivistin, plötzlich hin, ein Stück weit zu lösen. Das ist eine App und das Erste, was die Person tut, die weiß, sie ist, weil sie Aktivistin ist, bedroht, ist das Ding erstmal zu installieren. Das ist ganz normal erhältlich im Google Play Store, kann man runterladen und in Ruhe zu Hause aufsetzen. Aufsetzen heißt installieren, sicherstellen, dass das Handy die GPS-Koordinaten auch weitergeben darf, dass das zugelassen ist, dass die Batterie immer ordentlich aufgeladen ist, damit es auch funktioniert. Und dann die Daten eingeben von Familienangehörigen, von Freunden und am besten auch von einem guten Anwalt, damit das Handy die Daten dann weitergeben kann im Entführungsfall. Das heißt, die Aktivistin muss das natürlich ihren Freundinnen und ihren Anwälten auch mitteilen. Sagen hier, Vorsicht, ich habe jetzt diese App und ihr wisst, ich bin bedroht, ich bin gefährdet, weil ich mich zum Beispiel für was einsetze, zum Beispiel gegen ein Staudammprojekt. Und die Regierung hat ein Interesse daran, dass dieser Protest nicht weitergeht. Und andere aus unserem Projekt, die sind schon einfach verschwunden, die sind in irgendeinem Gefängnis. Ich habe diese App installiert und es kann sein, dass ihr, wenn mir was passieren sollte, meine Standortdaten durchgegeben bekommt. Folgendes könnt ihr dann machen. Damit das funktioniert, muss das Handy aufgeladen sein und auch ein bisschen Geld drauf. In dem Augenblick, in dem die bedrohliche Situation auftritt, muss man nur noch eine Sache machen, man drückt mehrfach den Power-Button des Handys. Die App wird aktiviert, fängt an, Standortdaten durchzugeben an die vorher eingegebenen Kontakte und macht das komplett im Verborgenen. Das heißt, sie versteckt sich dann und kann von Sicherheitsbehörden nicht mehr gesehen werden. Das heißt, in dem Augenblick, in dem jemand auf dein Handy guckt, kann er oder sie nicht feststellen, dass die ganze Zeit deine Standortdaten weitergegeben werden. Und früher oder später nimmt man der Person sicher das Handy weg. Aber das normalerweise erst, wenn sie schon im Gefängnis ist. Auf dem ganzen Weg im Gefängnis ist sie erstmal nur gefesselt, hinten in irgendeinem Auto drin, hat das Handy noch irgendwo in ihren Taschen und es gibt die ganze Zeit die Standortdaten weiter. Das Netzwerk bekommt dann also die Standortdaten und kann anfangen zu reagieren. Die Zeit tatsächlich eine SMS zu schreiben hat man nicht, wenn man irgendwie plötzlich gefangen genommen wird und die Hände schon hinten hat. Das ist nochmal die Checklist und wie man seine Kontakte in der App aufsetzt. Ein anderes Beispiel, ja? Also das ist ob es jemals jemandem geholfen oder jemanden gerettet hat. Das ist erst vor kurzem gelauncht und das ist in der Beta-Phase, aber es wurde getestet mit mehreren hundert Aktivistinnen und Aktivisten auf mehreren Kontinenten. Und was man jetzt schon sagen kann, ist, dass es allermeistens funktioniert. Es hatte eine Weile einen Bug, dass es die Standortdaten auch ohne Notfall durchgegeben hat, bei einfachen Pressen. Das ist natürlich eine Katastrophe, ist aber behoben worden. Und was alle schon jetzt sagen, ist, sie fühlen sich viel sicherer und besser. Und auf den ersten Notfalleinsatz wartet man noch. Ja. Ja,
Kommt darauf an, in welchem Land du lebst und wie die Situation da ist. Ne? Also du kannst dein Netzwerk aktivieren, du kannst öffentliche Proteste machen, du kannst dich an Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International wenden, die dann zum Beispiel Eilappelle starten an die Regierungen. Das sind Urgent Actions, an denen könnt ihr übrigens auch teilnehmen, die findet man im Internet, wo dann einfach in ganz, ganz schneller Zeit tausende Appelle bei der Regierung eingehen. Wir wissen, ihr habt diese Person inhaftiert, es gibt keinen guten Grund, sie ist in dem und dem Gefängnis, wir fordern sie freizulassen, die ganze Welt guckt hin. Das wirkt normalerweise. Das hat also ungefähr eine Erfolgsquote von einem guten Drittel. Und du kannst auch Anwältinnen oder Anwälte einschalten, je nachdem, in welchem Land du lebst, hat das mehr oder weniger Aussicht auf Erfolg. Es ist auf jeden Fall besser, als nicht zu wissen, was mit der Person passiert ist und nichts tun zu können. Amnesty Decoders ist ein Crowdsourcing-Projekt, um Menschenrechtsarbeit auf mehr Schultern zu verteilen, damit alle mitmachen können. Und ich stelle euch, da gibt es verschiedene Projekte. Eines geht um die Analyse dieser Eilappelle, dieser Urgent Actions. Und zwei beschäftigen sich mit Darfur. Darfur ist eine Region im Sudan, das ist ein Land in Afrika. Und in der Region herrscht ein kriegerischer Konflikt der Sudan Liberation Army gegen die Regierungstruppen. Und da kommt es zu Menschenrechtsverletzungen. Und was Amnesty unter anderem feststellen konnte, ist, dass Zivilistinnen und Zivilisten angegriffen werden, dass ganze Dörfer niedergebrannt werden und dass dabei auch chemische Waffen wie zum Beispiel Giftgas eingesetzt werden, was ein Kriegsverbrechen ist, was vor allem Babys und Kinder tödlich verletzen kann. Und das konnte man aber nicht herausfinden, indem man hingeht, weil die Regierungstruppen lassen da niemanden rein. Und auch Journalistinnen oder Journalisten kommen in diese Region gar nicht rein, die ist auch sehr abgelegen noch dazu. Das heißt, weil man da nicht hingehen kann, muss man auf digitale Technik setzen. Und es wurden zwei Dinge gemacht. Zum einen wurden Handys, Smartphones reingeschmuggelt und die Leute gebeten, wenn es zu einer Bombenattacke kommt, zu einer Gasattacke, filmt das, filmt die Überbleibsel und filmt eure Verletzungen. Also die Wunden, die ihr danach habt, weil an den Wunden kann man erkennen, war es Giftgas, war es was anderes. Und das andere ist, dass Satellitenbilder benutzt wurden, um zu schauen, vorher, nachher, da war ein Dorf, jetzt ist es irgendwie eine rote, verbrannte Region. Wie sieht das aus? Was ist da passiert? Und auf die Art und Weise konnte Amnesty dann Kriegsverbrechen nachweisen. Und das ist auch ein Projekt, das wurde gecrowdsourced. Das wird immer noch gecrowdsourced, da kann man mithelfen, diese Satellitenbilder zu vergleichen und festzustellen, wo sind empfindliche Dörfer, die liegen weit ab, die sind nur klein, die können sich nicht wehren, da gibt es auch nichts, das sie verteidigen könnte, da muss man besonders hingucken. Und wenn diese Dörfer angegriffen wurden, danach feststellen zu können, da ist was passiert. Und auch sagen zu können, wir konnten auf diesen Satellitenbildern nicht sowas wie eine Militärpräsenz erkennen, das waren Zivilisten. Das funktioniert wie folgt, man meldet sich da auf der Webseite an und ein Schritt ist, überhaupt zu analysieren, wo gibt es Dörfer, die ungeschützt im Nirgendwo irgendwo liegen und welchen von diesen Dörfern ist möglicherweise was passiert, wo hat es schon Angriff gegeben, welche sehen so aus, als wären sie abgebrannt. Also das da oben sind Dörfer. Das da unten sind Sachen, die auf den ersten Blick so ähnlich aussehen wie ein Dorf, aber eigentlich zum Beispiel nur eine Hecke um ein Feld rum sind. Und das dritte Beispiel, das ich euch kurz vorstellen möchte, ist Detect. Und Detect ist eine App gegen Überwachung. Regierungen haben natürlich ein großes Interesse daran, festzustellen, wo, mit wem sich worüber Aktivistinnen und Aktivisten kritisch unterhalten. Und so ein Smartphone, das hat natürlich die ganzen Kontakte, das hat einen großen Teil der Kommunikation, Computer genauso. Wenn man da genau reinhören und das gezielt überwachen kann, ist das natürlich großartig. Dazu wird häufig Überwachungsspionagesoftware benutzt, die die Regierungen selbst gar nicht in der Lage wären herzustellen in den jeweiligen Ländern, sondern die zum Beispiel aus Europa kommen. Ein Beispiel dafür ist Finn Fischer, sitzt in München. In München wird Überwachungssoftware hergestellt, die dann in menschenrechtsverletzende Länder gegen Geld exportiert wird und dort gegen Aktivistinnen und Aktivisten eingesetzt. Ein anderes Beispiel ist Hacking Team, klingt irgendwie cool, ist aber auch sitzt in Italien und macht genau das Gleiche. Teure Software verkaufen an Länder, die das gegen Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten einsetzen. Detect ist eine Software, die runtergeladen werden kann und in der Lage ist, diese Software zu erkennen. Das Problem ist natürlich, ich nehme mich sofort dran, man kann das immer nur machen, nachdem man so eine Software gerade mal irgendwo in der freien Wildbahn auf einem Computer von einem Aktivisten entdeckt hat, analysieren konnte und dann Detect entsprechend updaten, dass es in der Lage ist, die Spuren davon zu erkennen. Dann gibt es ein Zeitfenster von 1-2 Tagen, bis dahin hat dann das Unternehmen nachgearbeitet und die Software geupdatet, sodass die neuen Varianten schon alle nicht mehr erkannt werden können. Im Moment ist Detect zum Beispiel wieder nicht aktuell, weil eine Weile quasi nicht in freier Wildbahn eine von diesen Finn Fischer oder Hacking Team Softwares mehr gefunden wurde.
um sie abzudaten. Ja? Also es hat tatsächlich in der letzten Zeit neue Einschränkungen gegeben. Das war im Grunde mal so. Waffen unterliegen Exportkontrollen, aber es ist natürlich extrem schwierig, also es ist eine schwierige Sache, Software-Exportkontrollen zu unterlegen. Der Chaos Computer Club zum Beispiel ist super kritisch, weil er sagt, sobald wir anfangen, Software-Exportkontrollen zu unterlegen, könnte das zum Beispiel auch gegen Kryptotechnik eingesetzt werden. Da gab es mal die sogenannten Crypto Wars. Da erzählen dann so Leute, die älter sind als ihr und auch noch ein bisschen älter als ich, von wie mal die US-Regierung versucht hat, den Export von guter Verschlüsselungstechnik zu untersagen. Und die haben so ein bisschen die Sorge, wenn man erstmal anfängt, Software-Exporte zu kontrollieren, dann könnte das auch gegen die Guten verwendet werden. Trotzdem lässt es sich, also jetzt unserer Amnesty Internationals Meinung nach, nicht vermeiden, dass da reguliert wird. Und das wurde in letzter Zeit wurde auch reguliert auf deutscher Ebene und erstmal auf europäischer Ebene. Und erstmal ist auch Deutschland so ein Stück weit unter Sigmar Gabriel, muss man an der Stelle mal positiv erwähnen, vorgeprescht und hat da Kontrollen vorgesehen. Bis dahin war es tatsächlich einfach so möglich. Es ist immer noch schwierig. Was es im Grunde bräuchte, wäre immer eine Einzelfallprüfung, sobald es irgendwie menschenrechtliche Bedenken gibt bei dem Land. Das ist ein Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn Detect was entdeckt hat. Und dann steht da auch drunter, was die Person jetzt tun kann, wenn die Software entdeckt wurde. Detect ist, wie gesagt, im Moment gerade nicht aktuell, weil eine Weile nichts in freier Wildbahn gefunden wurde. Man kann auch nicht alle Überwachungssoftware entdecken, die überhaupt existiert. Und es gibt Staaten wie zum Beispiel Weißrussland, was oft als eine der letzten Diktaturen in Europa bezeichnet wird. Da ist das etwas, das wirklich aktiv eingesetzt wird, auch von der Regierung, das zum Beispiel mit Argumenten wie man habe den Verdacht, da wäre irgendwo unzulässig. Kann ich noch reden? Da wäre unzulässige Pornografie zum Beispiel auf dem Computer der Demokratieaktivisten, wird der Computer konfisziert, kommt zur Polizeistation, kommt eine Woche später wieder, haben keine Pornografie gefunden, keine unzulässige. Aber dann weiß man natürlich nicht, kann man mit diesem Computer jetzt noch arbeiten? Also sicherlich nicht. Sicherlich ist der jetzt infiziert, da wurde was draufgespielt. Das Problem ist, diese kleinen Demokratieorganisationen in Weißrussland, die haben natürlich auch nicht viel Geld, sich jetzt ständig einen neuen Computer zu kaufen. Und letztlich arbeiten die dann mit einem Computer weiter, von dem sie wissen, er ist infiziert und gibt alles an die Regierung weiter, aber sie müssen ja irgendwie ihre Flyer drucken. So ungefähr ist die Situation leider. So, ich bin schon weit über meiner Zeit. Das waren jetzt drei konkrete Beispiele, wie man mit gar nicht so komplizierten, also einiges davon war sehr einfach, das Crowdsourcing-Projekt ist einfach, die App ist irgendwo so in der Mitte und ich glaube, Detect ist schon eine gewisse Leistung, das zu programmieren und auch immer wieder up-to-date zu halten, aber im Großen und Ganzen mit überschaubaren Ideen konkrete Probleme in der Menschenrechtsarbeit zu lösen, die man vorher so nicht hätte lösen können. Danke fürs Zuhören und viel Spaß euch weiterhin bei euren Projekten.